Oh, das war cool hier in den ersten Folgen, Mann. Loki Cave. Hello? Na? Tja, wenn man bescheuert und beschränkt im Kopf ist, dann passiert das eben. Hier ist tatsächlich die Hunter's Guild, dieses riesige Haus. Hätte ich nicht gedacht, aber okay. I am a knight, the lord of all I survey. Pretty handy with a sword yourself. Naja, ich eher nicht. Sondern unser Kollege Torma. Torma, bitte. You're now my apprentice. Yay! So, und wenn wir hier jetzt einmal schnell in den Status gucken von unserem Torma, der 272 Lebenspunkte, unglaublich. Und ein bisschen, glaube ich, an Attacke eingebüßt, oder? Bin mir gerade nicht sicher. 306. 221, der ist so schwach einfach, der Typ. Ja, Farum halt, ne? Okay. Sehr interessant. Dann gucke ich jetzt noch mal schnell, wie es hier aussieht. Also, Brawler sind wir Expert. Hier sind wir Novize. Und Rami ist auch noch Novize. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber macht ja nichts. So. Jetzt haben wir das auch abgehakt. Das heißt, ich kann diesen Zettel hier endlich mal wegschmeißen. Da stand das nämlich drauf, was die drei für Stufe 2 Jobs praktisch kriegen sollen. Also, wir haben jetzt noch zwei Aufgaben. Eine wäre hier drüben die Ahnenhöhle. Die andere wäre die Loki Cave. Dafür müsste ich nach Parselite, wenn mich nicht alles täuscht. Und dafür muss ich hier rüber. Wir gehen erstmal nach Parselite. Mich interessiert das, was da stand. Weil wir haben, glaube ich, noch keine Skulls gesmashed in der Loki Cave. Nathare? Nee, da muss ich hin. Parselite! Wir sind endlich mal wieder zu Hause. Guten Tag. Die stehen immer noch da, seit Jahrzehnten. You're back and you're safe. Ich beschütze eure, also deine Mom und dieses Dorf, also keine Sorgen. Solltest lieber evakuieren, Typ. Gut, das hatten wir auch schon, den Dialog. Jetzt frage ich mich, ob Mutti uns was Neues erzählt. Könnt ihr euch noch erinnern, vor 134 Folgen hat hier alles angefangen. Oder vor 133, ich weiß nicht, wie ich es geschnitten habe, was weiß ich. Ich kann nichts für dich tun, außer beten. Dann mache ich dir erstmal den Topf kaputt. In diesem Bett sind wir aufgewacht, übrigens. Ich weiß doch nicht, wieso... Ich weiß nicht, wo wohnt Torma eigentlich? Sehr interessant wäre das mal. Da muss ich sagen. Oh, das war cool hier in den ersten Folgen, Mann. Könnt ihr euch übrigens gerne angucken. Das ist jetzt ein gutes Jahr her. Ich glaube, über ein Jahr schon mittlerweile. Ach, verrückt, wie die Zeit vergeht. Guten Tag. Ist hier jemand, mit dem ich reden kann? Guten Tag. Watch your manners. Achte auf deine Manieren, mache ich. Tag. Wir haben eine Battle with Kratze. Aber die Geschichte habe ich noch nicht so ganz verstanden. Aha, was bringt dich heute her? Oh. Ich habe jetzt gerade irgendwas getriggert. Sehr interessant. Also, Kratze versucht, das Biest wieder zu überleben. Können wir ein Schiff für uns borgen, um den Ocean zu crossen? Ja. Sind alle in der Frontreihe eingesetzt. Der Krieg kommt sehr schnell zu seinem Höhepunkt. Ich kann nicht ein einziges Schiffchen, eine einzige Nussschale geben gerade. Es tut mir leid, aber könntet ihr vielleicht ein Zivilschiff stattdessen nehmen? Oder ein... Weiß ich nicht, was das jetzt darstellen sollte. Ein Civilian Ship. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier, was das jetzt hier war für eine Sequenz, ob wir die schon viel eher hätten abfrühstücken sollen. Bin mir nicht sicher. Also nicht, ob das jetzt irgendwas freigeschaltet hat, keine Ahnung. Ich wollte ja aber eigentlich sowieso was ganz anderes machen. Ne, du weißt ja Bescheid. Ich wollte nämlich hier runtergehen.
Hier steht auch keiner mehr, der uns warnt. Sprechen wir auf die 3. Lucky Cave. Hello? Na? Du willst wohl auch auf die Fresse haben, ja? You've surprised the enemy, obwohl wir einfach nur auf die zugelaufen sind, ey. Fantastisch. Ja, dann greifen wir Newt, Red Jelly und Newt einfach mal an. Ach, weißt du was, komm, einmal Rapid Fire und dann geht's los. Falls wir noch dazu kommen. So, Rami haut mal drauf und zieht erstmal 64 ab. Eldin haut drauf 137, Standard. Und Bau Critical 332 ist auf jeden Fall möglich. Jeder erhält jetzt hier 2 geile Erfahrungspunkte. Schön. Ach, die dritte Folge, das war so schön. So, wir sehen uns hier mal nach Skulls um. Ach, diese Musik, die Erinnerung, die hier gerade an dieser Höhle und an der Musik hängen. Also nicht wegen diesem Let's Play, sondern dieser Deathstone-Catcher hat mir das ja damals. Nur durch den kenne ich das ja hier. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wo wir mal lang gehen sollten. Wir gehen erstmal nach links, weil ich glaube, da ging es nicht weiter. Genau. Ich habe eigentlich keine Lust hier zu kämpfen, wenn ich ehrlich bin, weil das unnötige Kämpfe sind. Deswegen muss Rami mal schnell herhalten mit ihrem Tiergas. Und ich glaube, hier oben gibt es sowieso nicht so viel zu holen. Deswegen speichere ich mal nochmal auf die 3. Genau, hier gab es nämlich gar nichts. Außer einem Sharp Bone, der da nicht mehr liegt. Den konnte man für 3 Gold verkaufen. Ah, schön. Nee, hier oben gibt es nichts. Dann gehen wir zurück auf die 3, dann brauchen wir hier nicht weitergehen. Dann gehen wir mal stattdessen hier oben weiter. Wo die Pflanzen sogar gespeichert wurden. So. Da oben rennt was rum. Was damals natürlich gefährlich war. Ich habe aber jetzt keine Lust darauf. Ich rede jetzt mal absichtlich weniger. Weil die Musik so fantastisch ist. Das Vieh ist schnell, das ärgert mich. Viele Wege. Warte mal, ich glaube hier drüben. Da ist ein Schädel auf jeden Fall. Scheiße. Ich bin mir nicht sicher, welcher Weg richtig ist. Doch erstmal nach oben gehen. Ach komm, jetzt sind wir einmal hier. Ja, die Kämpfe schneide ich raus. So. Wir haben 4 Erfahrungspunkte gerade gekriegt, also glaube ich, dass keiner einen gekriegt hat. So, Nummer 1. Nummer 2. Okay, jetzt sind die Wege wieder offen. Hat das jetzt hier eigentlich irgendwas getriggert? Ich glaube nicht. Okay, speichere ich mal auf die 4. Wir gehen mal nach hier oben. Und gucken mal, was das hier so gibt. Hier ist ein Knopf. Ein Knopf. Dann nehmen wir mal diesen Topf und packen den auf den Knopf. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, dass wir an... Oh. Aha, eine Kiste. Die aber leer ist. Schade. Also nicht leer, also doch leer, aber halt auch zu. Offen. Was rede ich hier? Okay, ich glaube, wir sind an einem Gang vorbeigegangen, den wir mal lieber noch mitgenommen hätten.
oder auch nicht. Nee, ich glaube, wir haben sogar alles richtig gemacht hier. Ne? Kurzer Test einfach, um mich selber nochmal zu beruhigen, dass wir hier nichts vergessen. Genau, völlig richtig, was wir hier gemacht haben. Allerdings, war es das hier auch schon. Scheiße. Jetzt sind wir wieder hier. Da drüben war die Tür zu. Genau, wir hatten ja in der Kiste, glaube ich, diesen Kristall gefunden, nicht wahr? Oh mein Gott, wir wurden überrascht. Newt setzt Doze ein. Wie kann so ein Vieh uns einen Punkt abziehen? Das geht doch überhaupt nicht. Ich fasse es nicht. Aus Erschütterung lasse ich diesen Kampf drin. 144, ey. So ein Vieh zieht uns dann was ab. Niemand erhält einen Erfahrungspunkt. Bescheuert. So. Hat sich hier irgendwas verändert? Ich meine, irgendeine Auswirkung sollte es ja dann auch haben, wenn wir hier schon alles zerstören. With white light. Mhm. Sehr interessant. Speichern, weitergehen. Aha. So. Guksu. So. Guten Tag. Hier irgendwo noch ein Schädel zum Spalten. Komm mal her. Nun ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ihr wisst ja Bescheid. So, jetzt ist die Frage, wo gehen wir denn mal hin? Und wofür war dieses Fass? Ich meine, ich brauche... Ach so, hier waren... Ja, stimmt. Hier waren ja zwei Knöpfe. So, uns mal den Weg hier nicht verbauen. So. So. Das erstmal so hier. Und ich hoffe, ich habe das jetzt nicht ganz umsonst gemacht. Weil ich weiß gerade nicht, was da unten, wo wir jetzt hier mal am besten weitergehen. Das ist halt schon ein bisschen her, ne? Okay, ich glaube, es wäre besser, wenn wir erstmal hier oben lang gehen. Hier sind sogar Kisten noch zu. Wieso sind die denn zu? Das ist ja jetzt gerade sehr merkwürdig. Ach so, weil die... die waren leer, richtig. Ich weiß gar nicht, was wir hier gefunden hatten. Naja, was soll's. Ist egal. Oder kämpfen wir halt nochmal. Oh, nervig. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das damals eine ziemliche Herausforderung war hier. Guck mal, an dir laufe ich einfach vorbei. Und jetzt gucken wir hier, wo wir hier weitermachen können. Torma, deine Skills sind mal wieder gefragt. So. Dieser Topf muss hier irgendwo auf einen Knopf. So, jetzt aber. Genau, der musste hier rüber, nämlich, ne? So. Von da kommen wir. Da können wir nicht hin. Das heißt, ich weiß nicht, was passieren würde, wenn wir jetzt hier mal drauf prügeln auf die Stäbe. Ich will es aber eigentlich nicht probieren. Ich glaube, es würde nichts passieren. Großartig. So, hier ist mal wieder ein Kampf. Yes! So, jetzt habe ich gleich zwei Kämpfe auf einmal rausgeschnitten, weil es mir ein bisschen zu langweilig war hier. Und wir gucken natürlich überall drunter, denn vielleicht gibt es hier noch das Super Mega Ultra Extra. Das ist erst nach 40 Stunden Spielzeit aktiviert. So, hier war das Vieh. Aber hier sind nirgendwo noch Schädel. Also ich meine, es können noch welche kommen, aber... Ne? Okay. Hier haben wir damals schön ausgeräumt alles.
Und hier müsste ja irgendwo ein Loch sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Da vielleicht? Genau. Ich guck nochmal, ob hier irgendwo auch noch ein anderes ist, wo plötzlich. Ich glaube nicht. Ich meine, wir haben das ja hier schnell abgefrühstückt, die ganzen Pflanzen. Das ist ja nun kein Problem. Und am Ende bringt das gar nichts, wenn man hier die ganzen Schädel zerstört, ne? Das wäre blöd. Speichern auf die 4. Und hier ist dieser eine Jelly müsste hier irgendwo sein. An dem wir damals gestorben sind. Unser einziges Game Over in diesem Spiel. Aber heute nicht. Ach, diese kleinen Kackgegner. So, wir gucken natürlich weiterhin, ob hier irgendwo noch Skulls rumliegen. Oder Jellies. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir denn lang? Gehen wir hier oder da? Ich weiß es nicht. Wir gucken nach. Erstmal die Ranke. Aber ich glaube, damit kommen wir nur zurück. Ne? Genau. Deswegen gehen wir einfach mal hier hoch. Und da ist doch tatsächlich noch ein Schädel. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Das ist, glaube ich, der Bossraum schon da oben. Oh. Strong Disc. Yeah. Wow, und was ist das? Ich meine, Strong Disc klingt schon mal, also, hui. Ne? So, wo sind die Discs? Hier sind die Discs. A blue disc? A white disc. Ist ja toll. Hm. Ob sich das nur gelohnt hat, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Strong Disc so ein bisschen sowas ist wie der Masterball bei Pokémon, was der Meisterball ist. Skills, Rami! Du kannst doch Escape, glaube ich, ne? Was ist Soothe? Ganz kurz. Cures a Burn Victim. One Target. Ah. Rami kann übrigens Escape nicht. Ich glaube, Eldin kann das. Jo. Ciao. Gut, für eine Strong Disc. Ich hoffe, es hat sich in irgendeiner Form... wird es sich noch auszahlen. Ich glaube, damit kann man einfach jedes Monster fangen. Jeden Monster, Alter. Tim. Check mal deine Aussprache, Mann. Hier unten kann man sitzen und ein Buch lesen. Und was seid ihr für Leute? Many Nations Worried. Ja. Ich sind so Death of Three Flaws. What lies deep in its heart. Ja. Ein Goblin war da. For your information. Update mal deine Bücher da. Deine Sheets. Oder was auch immer. Gut. Eine Strong Disc. Na, hurra. Dann gehe ich mal hier schnell rein und kaufe mir mal kurz noch Potions. No charge for looking, das wäre ja auch schön doof. So. 3 bitte. Dankeschön. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. See you later, Alligator. Auf jeden Fall. Und jetzt... würde ich sagen, gehen wir mal in die... Anhöhle, oder? Da freut ihr euch doch alle. Aber das muss auch gemacht werden, denn schließlich möchte ich endlich mal dieses verdammte Iriswasser wenigstens bei Bandino abgeben. Und wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir bei Bandino nur Sachen abgeben, die wir in der Anhöhle finden. Deswegen ist das schon okay. Das Iriswasser gibt es aber, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte in der letzten Session, angeblich nur bis Ebene 10. Und wir sind ja schon weit darüber hinaus, deswegen würde ich einfach nochmal in Ebene 1 oder in Ebene 3, glaube ich, anfangen. Aber das werden wir ja gleich sehen. Nee. Jetzt können wir ganz kurz nochmal gucken, ob wir Ferrum vielleicht irgendwas ausrüsten können. Ja, Pointy Heads haben wir bekommen ohne Ende gerade. Leider nicht. Ja, schade. Genau. Dann geht's mal los, ne? If you'd like to enter. Oh Mann, immer wieder von vorne alles hier.
Ja, Mensch, das weiß ich doch alles schon. Rare and unknown items. Not made it to the bottom, though. My enter time. Would you like to give a shot? Ja, ich speichere vorher auf die 5. So. To your right. Und es kann, glaube ich, nur Elden in die Ahnenhöhle gehen. Also man kann sich es nicht mal aussuchen. Was jetzt nicht so schlimm ist, ne? Aber, naja. Up to 10 items. Only one person in a time. So, free to enter. So, select the floor. Wir gehen in die 3. Und jetzt gucken wir mal noch, was wir mitnehmen wollen. Das ist alles komisch sortiert hier. Es sind ein Haufen Kack-Items dabei. Ich muss die alle mal verkaufen. Wir nehmen Potions mit. Und den Rest kann er ja, glaube ich, alles. Ich glaube, der Rest ist auch eher sinnlos. Und High Potion? Naja. Wäre eine Überlegung, ne? Aber ich meine, am Ende. Ich meine, ich würde es zugunsten des Let's Plays sowieso wieder ein bisschen cheatmäßig machen, dass, wenn wir einen Boss nicht besiegen, dann nicht alles verlieren, weil das wäre sinnlos und würde uns nicht voranbringen. Ich weiß nicht mal, wo man High Potions kaufen kann. Ach, weißt du was? Komm. Was soll's. Wir konfirmen das mal. Entern das Camp. Gucken jetzt nochmal schnell auf unseren Status, wie es hier aussieht. Ja. Ja, Mensch. Monsters. Ups. Verdammt. Oh, 2 Herzen Loyalty. Ist ja toll. Dann drücken wir mal Start und machen uns mal auf und davon.